Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier bei Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Und wie ihr schon sehen könnt, ein paar Sachen sind bereits aufgedeckt. Ich habe eine kleine Runde mit Ikaros hier gedreht und wir haben festgestellt, dass die Dudes hier Level 21 sind, also 5 Level nochmal drüber. Das heißt, wir können jetzt hier reingehen, versuchen Sachen halt zu entdecken und so weiter und so fort. Aber Leute, ich sehe mich da eigentlich gerade nicht so, muss ich ganz ehrlich sein. Wir müssen ja vor allem irgendwie mal Level 17 werden. Das heißt, wir könnten versuchen, die letzte Quest für Perikles hier zu machen. Ist natürlich eine schwierige Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hätten hier auch noch Brison, der ist Level 17. Den könnten wir auch versuchen zu klatschen. Kommen wir da irgendwie einigermaßen fix rüber? Wir könnten. Auf die Adrastea und dann da hochfahren eben. Wir haben nach wie vor natürlich noch ein Kopfgeldlevel. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, womit wir oder wie wir an bestimmte Sachen rangehen. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt hier den Level 17er Kultisten umklatschen, dann sollte das doch easy machbar sein. Wir müssen eigentlich nur nach Norden fahren dafür. Eigentlich richtig gut, wenn nicht dieser elendige Ladebildschirm wäre. Der macht uns hier gerade ein bisschen den Strich durch die Rechnung. Ich würde gerne fahren. Danke sehr. Darf ich eventuell? Haben wir uns jetzt festgebackt? Ja, dann würde ich mal sagen, auf geht's, ne? Nach Norden. Und direkt die Reisegeschwindigkeit rein damit. Oh, guck mal, wir haben schon den zweiten Kopfgeldjäger wieder verloren. Scheinbar sind wir doch nicht mehr so interessant. Und ganz ehrlich, die 600 an Drachmen, die gebe ich jetzt einfach mal nicht aus, weil wir brauchen halt legit wirklich viel, viele Drachmen. Welche Insel ist das da vorne? Das, meine Gute, ist die berühmte Insel Salamis. Alles klar, da gibt es Salamis. Hat der große Athener Strategos Themistokles die persische Flotte vernichtet und die griechische Welt davor bewahrt, auszulöschen zu werden. Ja, easy going. Easy going, sag ich euch. Vorwärts! Jetzt lass uns noch mal eben gucken. Wir hätten gerne hier den Brison. Der ist ja tatsächlich noch ein Stückchen weiter weg, ne? Können wir noch mal hier die Segel auspacken? Halbe Kraft. Und stopp. Jo, Kapitän abwesend, so sieht es nämlich aus. Marmorsteinbruch von Salamis. Ist klar. Gut. Würde ich mal sagen, bewegen wir uns da vorne irgendwo in den Busch. Wenn wir eh schon im Busch stehen, dann können wir auch noch mal kurz einen Überflug machen. Fehlzahme aus und Kriegsverbrecher verbrennen. Okay. Gut, dass wir bei Nacht angreifen. Okay. Der Dude ist da vorne. Aber guck mal, die sind alle eigentlich Level 16. Das ist schon etwas praktisch. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Dem wollen wir es vermutlich nicht anlegen. Der guckt auch in die richtige Richtung, also für uns richtige Richtung. Wir haben 4 Segmente. Damit, that's a lot of damage, sag ich immer. Okay, gut, schauen wir mal.
Vielleicht kommen wir ja tatsächlich an ihn einigermaßen fix ran. Eventuell. Hallo? Läufst du mal bitte? Danke sehr. Okay, der chillt da. Eventuell können wir die. Der Dude flieht gerade. Das ist natürlich gerade etwas uncool. Warum? Der chillt halt einfach legit da oben, ne? Der hat halt. Der legt sich halt. Leute, das ist definitiv. Oh lol, was macht er denn da oben für eine Party? Ist ja richtig RIP. Der guckt in unsere Richtung, ne? Ja. Komm mal ran. Komm mal ran, mein Jungen. Schön heimlicher Kill. Der sieht die Leiche und kommt rüber. Jawohl. Wenn wir noch einen ausschalten können, dann kann ich den anderen fighten. Das ist nicht das Problem. Gut. Okay. Haben wir. Haben wir vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Au. So war. Geht es dir noch ganz gut? Mein Junge! Ja, du sagst, ich habe keine... Oh, okay. Oh, lol. Okay. Wir haben da gleich einen zweiten Boy, einen zweiten Söldner, der dazukommt. Easy. Okay. Okay. Warum stirbst du nicht einfach? Damit! Ich hab keine Pfeile mehr. Okay, Moment. Pfeile können wir aber herstellen. Schön die Todespfeile. Nice. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Holy shit. Okay. Oh lol, what? Ich muss ausweichen. Alles gut. Oh lol. Ist klar, das hat schön mal gebrannt. Gut. Ja, ich möchte eigentlich gerade mich um den Boy da vorne kümmern. Ah, Ziel verloren, wie ist das?
60 Meter, den holen wir uns. Der ist easy. Am Start. Puh. Sag mal. Kannst du mal bitte stehen bleiben? Okay, Tod bestätigen. Achso. Tschüss. Okay. Huiuiui. Oh Lord. Okay. Todespfeile haben auf jeden Fall ihren Namen verdient. Das war ja gerade mal ein One-Shot. Ja, Kopfgeldjäger. Oh Lord, alles klar. Sehr schön. Oh Lord, okay. Oh Lord. Das war dumm von mir. Warum bin ich denn mechanisch einfach nicht in der Lage dazu? Sehr schön. Nächster Söldner down. Okay, Tod bestätigen. Ein Träumchen. Sense des Greifen. Das klingt lustig. Und Gryllos, den Monumentalen, haben wir auch noch umgeklatscht. Nice. Sehr schön. Moment, Reason? Wie heißt er denn jetzt? Ich bin gerade etwas verwirrt. Lass uns mal eben gucken. Wir haben... sehr schön, sehr schön. Wir haben eine Fächerschuss. Kommen wir extra. Da hätten wir Spartiatentritt extra Damage drauf. Jetzt haben wir hier einen Level 17er Bogen. Hier haben wir bessere Armschienen, Level 17 auch. Alle Pfeile durchschlagen Schilde. Athena Heldensatz. Boah, das natürlich. Huiuiuiui. Also da würde ich mich ja schon sehen, ne? Ja, da brauchen wir nicht gucken. Genau, wir haben eine zweite Scherbe, das ist auch gut. Wie viele Scherben brauchen wir eigentlich, um unseren Dingens abzugraden? Nächste. Ich bin gerade sehr hart verwirrt. Das steht nicht dabei. Ah, Moment. Das stand bei Quests, ne? Da. 7 Fragmente brauchen wir, um den wieder abzugraden. Gut, okay. Na, das ist fein. Ist fein. Ah, guck mal. Wir sind jetzt hier auf Rang 7 schon hoch. Das heißt, die Schmiede reduzieren nicht nur ihre Preise um 20%, sondern Kriegsaufträge und Kopfgelder bringen 20% höhere Belohnungen ein. Das, Leute, ist ja auch schon mal nice, ne? Lalage. Die Rasende, ne? Höllischen Göttinnen heimgesucht worden, unerklärlichen Zorn erfüllt. Dunkler todbringende Söldnerin konnte sie diesen brennenden Zorn kanalisieren. Das könnte allerdings nur eine dumme Ausrede gewesen sein. Geringerer Schaden durch Fernangriffe und verfällt bei drohendem Tod in einen Zustand der Raserei. Ja, das kriegen wir halt entdeckt die Arena, um die Herausforderung anzunehmen. Easy going. Euphemie, die Scharfschützin, da können wir wahrscheinlich gerade noch nichts. Ach nee, Moment. Okay, wir haben Brison getötet. Nee, wir haben nicht Brison getötet, wir haben den anderen Dude hier getötet. Penelope, genau, die Vatermörderin haben wir getötet und dafür haben wir Gryllos den Monumentalen entdeckt. So rum ist es nämlich gewesen. Jetzt bin ich auch auf dem neuesten Stand. Wir haben einen unentdeckten Kultisten und einen Brief an Brison. Brison, ich will immer Brison sagen. Anführer, der sich der Revolution auf Delos gegenüber sieht, hilft den Leuten in der Nähe. Ja, toll. Na gut. Weil sie in der Politik Athens verstrickt. Wahrscheinlich ist das Sokrates und wir müssen den umballern. Level 40, holy shit. Da sehe ich mich ja gar nicht. Minas, Level 18. Wie viel brauchen wir hier noch für die nächste Stufe? Ist einfach zu viel. Aber wir können versuchen, nochmal den Marmorsteinbruch zu befreien.
Und vielleicht uns noch ein bisschen auf der Insel Salamis hier breit zu machen. Außerdem haben wir ja immer noch hier teilweise Gegenden, die wir noch erkunden können. Ich glaube, das werde ich auch zwischen den Episoden dann mal machen, dass wir endlich mal hier diese kleinen Fitzelorte erkunden und die EP dafür einsacken. Weil das ist, glaube ich, das, was uns letztendlich fehlt, damit wir die nächsten größeren Level bekommen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt trotzdem hier vorne an. Ich glaube, das ist the way to go. Wie viele? Wir haben 2 Adrenalinsegmente. 2 Segmente ist halt nicht viel, ne? Sind wir ehrlich? Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Easy. Okay. Easy. Nach wie vor. Sehr schön. Einer down. Lass den Quatsch und kämpfe. Hallo? Ich warte ja darauf, dass sie angreift, aber... Ich schnetzel euch halt alle um. Komm doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Warum stirbst du nicht einfach? So, das frage ich dich. Nice. Sehr schön. Okay. Von wo schießt du denn? Oh, lol. Danke fürs Gespräch. Nice. Schönen Schatz geplündert. Da sehe ich mich aber noch auf ein paar weiteren Schätzen. Durchsuchen. Danke sehr. Nice, ein königlicher Stab. Vielleicht kann man ihn sogar zu Geld machen. Man weiß es nicht. Oben steht noch eine ahnungslose Wache. Die tut mir ja ein bisschen leid, ne, aber... Ist das überhaupt eine Wache? Glaub nicht, oder? Buh! Okay, da hat er sich jetzt vielleicht nicht so gesehen. Na gut, okay. Hätten wir einen Hund... Ah, da vorne. Lol, da wird aber ordentlich geschlachtet. Was ist mit euch falsch? Danke fürs Gespräch. Dim, 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 Eisenbrocken. Frage ist halt. Also ja, nördlich wäre was von uns, aber ich glaube, wir laufen gerade in die richtige Richtung. Zumal da auch ein Schmied ist. Eventuell können wir ja vielleicht auch noch was upgraden. Und da ist eine Anlegestelle. Ein Hafen. In der Stadt von Salamis. Man mag es kaum glauben. Guten Tag, der Herr. Ja, verbessern wäre eigentlich eine tufte Sache, aber lass uns doch erstmal ein paar Sachen verkaufen, die Handelsgüter verkaufen. Wie wär's denn damit? Großer Stab benutze ich nicht. Den werden wir wahrscheinlich gleich ausrüsten. Attika-Boden können wir nicht verkaufen. Den Raufbold-Helm, der kann eigentlich weg. Da können wir uns besser einen der legendären Helme dann neu beschaffen. 4,9 sind wir aktuell. Da können wir eben schauen, verbessern. Könnten uns das Ding halt verbessern, würde halt 400 Damage machen. Roundabout. 8% gegen Athena-Soldaten. Schwierig. Wir könnten den Bogen der Artemis verbessern. 20% mit der Fähigkeit Raubtierschuss. Kopf haben wir überhaupt gar keinen. Ha, das ist natürlich interessant. Armschienen könnten wir gebrauchen. Sind auch gar nicht so teuer.
Schlangensatz. Ich glaube, wir rüsten die Armschienen erstmal aus. Oder auf, eher gesagt. Sehr gut. Und ja, dann können wir uns sowieso nichts mehr leisten. Schön dich zu sehen. Ja, auch schön dich zu sehen, mein Junge. Ne? Armschienen des Theseus. Griechischer Held. Würde halt den Jäger schaden. Und halt alle Pfeile durchschlagen Schilde, was halt auch not bad ist, ne? Muss man ganz ehrlich auch mal dazu sagen. Aber ich glaube, ich sehe mich da einfach mehr auch auf dem Schlangenset, ne? Gift, haben wir ja gesagt, sehen wir uns. Du machst wie viel Schaden? Du machst 267 Schaden, du machst einfach 400 Schaden. Das sind einfach mal 100 Schaden mehr. Das ist natürlich schon easy, ne? Gut, okay. Ich würde sagen, guck mal kurz gerade auf die Karte, wähle den nächsten Ort aus und dann geht's für uns dahin. Noch ein bisschen EP farmen. Denn das ist, glaube ich, unser größtes Problem im Moment, dass wir einfach underleveled sind. Wie gesagt, Leute, ich würde sagen, zwischen den Episoden gucke ich mir mal so ein bisschen die Insel an und alles, was jetzt nicht nach interessanter Nebenquest aussieht, werde ich dann auch schon mal abhandeln. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder was auch immer zu irgendwelchen Quests habt, die ich mal machen soll und so weiter und so fort. Niemand darf mich sehen. Antike Stele finden. Zum Beispiel eine antike Stele zu finden. Okay. Wunderbar. Neues Ravur bei Tieren freigeschaltet. Oh, nice. Okay. Easy going. So, aber ich würde sagen, ich schaue mich noch ein bisschen weiter um. Oder wollt ihr jetzt wirklich sehen, wie ich die Stele... Ja, komm, wir machen in der nächsten Folge die Stele und danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Haut rein. Tschüss.